Jedes Jahr am 6. Januar, am Dreikönigstag, sind Ski unterwegs, die Sternsänger. Für das die jungen Leute, die an der Tiere den Menschen eine Freude machen können, müssen natürlich geprobt werden. Es ist Mitte Dezember und im Pfarrhaus zu Visp ist Generalprobe. Das heisst, die Gewänder abprobieren, die Liedtexte einüben und die Sprüche einstudieren. Die jungen Leute folgen mit ihrem Auftritt als Sternsänger dabei einer langen Tradition, erklärt Annelene Arrigoni, die das Sternsängerprojekt Zwisp seit 10 Jahren betreut. Das bezieht sich eigentlich auf die Stelle im Matthäusevangelium, wo eben die Rede davon ist, dass drei Weisen oder Sterndeuter sich auf den Weg gemacht haben, beziehungsweise aufgrund der Geschenke Gold, Weihrauch und Myrrhe nimmt man an, dass es drei gewesen sind. Später ist die Tradition gekommen, dass man eben einen davon schwarz als Moor gefärbt hat, was darauf hinweisen soll, dass die drei Erdteile damals bekannten Europa und Afrika darin vertreten waren mit diesen Sternsingern. Und der Brauch ist eigentlich schon seit 1560 primär in Norwegen sogar bekannt gewesen. Dort haben das katholische Klosterschüler gemacht. Und später ist er dann auch eben nach Südeuropa, eben Österreich, Schweiz, Deutschland gekommen. Die Sternsänger von Visp kommen diesmal aus der Reihe der Schülerinnen und Schüler, die im nächsten Jahr Firmen haben. Neben dem Singen und dem Verteilen des Heusagen haben sie am 6. Januar aber noch einen anderen Auftrag. Und zwar Geld sammeln für einen guten Zweck. Dieses Jahr sammeln wir für die Kasipiti-Stiftung. Das ist die Stiftung unserer früheren Gemeindepräsidentin Ruth Kalbermatten, die in Simbabwe das aufgebaut hat. Das heißt, sie hat dort ein Waisenhaus gegründet, in dem 20 Kinder untergebracht sind. Die werden von lokalen Ordensschwestern betreut, bekommen Schulbildung, werden entsprechend auch gut ernährt. Und ja, von dem her, dass sie gut auf den Weg kommen. Für das Sternsinger Anfangsjahr können unterwegs sein, singen und Spenden sammeln, braucht es natürlich motivierte Leute, die da mitmachen. Einer von ihnen ist der 11-jährige Raphael Leigener. Also ich mache eigentlich mit von Freude und ich will den Arm, also den Wieso-Kinder auch etwas Gutes tun und helfen und das Wieso-Heim zu Afrika weiter führen. Wir werden Geld sammeln für die Waisenkinder in Afrika. Denkst du, dass die Leute da viel Geld werden geben, wenn ihr da unterwegs seid, jetzt Visp? Kommt darauf an. Also ich denke schon, dass es etwas geben und aber ob viel, das weiß ich nicht. Aber ich sage dir schon, eine gute Anzahl von Geld geben und nicht schon. Jetzt, es geht ja darum, Flöte, singen. Was machst du lieber? Ich tue lieber singen. Tust du auch in der Freizeit singen oder ist das eher etwas Spezielles für dich mal für die Sternsänger hier? Also in der Freizeit dann eigentlich nicht singen. Also im Auto, wenn mir eine Musik gefällt, dann einfach mitsingen, aber in der Freizeit dann nicht singen, nein. Und jetzt sind wir ja im Dezember, los geht's dann im Januar. Tust du, wenn du weißt, was du machen musst, singen oder flöten, ist dann nachher auch noch während der Ferien, die jetzt bald kommen, auch noch ein bisschen üben für das? Ich sage dir schon, ja. Und denkst du auch, dass die Leute nachher Freude haben, wenn er vor der Tür steht? Ich glaube schon, ja. Die haben aber schon eine grosse Freude, wenn wir da als Elfjährige vor ihnen, vor der Porta, die etwas singen und flöten. Und wie sieht es uns? Denkst du, dass du nervös wirst sein, wenn er da vor fremden Leuten singen muss? Oder geht das? Eigentlich nicht. Ich spiele selber auch Theater und ich bin nicht so nervös. Singen und Flöten ist aber nicht das Einzige, was sich die Leute am 6. Januar darauf freuen können. Wenn die Sternsänger vor der Porta stehen, haben sie noch viel mehr im Gepäck. Sie sagen einen Segensspruch auf und geben den Segenskleber, also den gesegneten Kleber mit dem CMB, also Christus Mansionem Benedicat, also Christus segne dieses Haus den entsprechenden Bewohnern. Und wir gehen eben auch ins Spital, in die Altersheime und ins Fuchskampagne.
Von Leinzig kam und Sternsinger am 6. Januar aber nicht. Wer die drei Könige an dem Tag vor seiner Tiere will begrüßen, der muss sich anmelden. Zwischen kann man das über ein Formular, das in der Pfarrkirche dort aufliegt. Vormals Licht in unserer Nacht. Dieses Licht wollen wir euch bringen und voll Freude für euch singen.